Da kann hier eine Art Allee, oder? Kriegen wir das hin? Mit den Bäumen? Dass es ein bisschen schöner ausschaut hier. Das gefällt mir schon sehr gut. So. Uns fehlen Waren. Keine Kartoffeln. Wir müssen natürlich auch erstmal hier auf 100% kommen. Und dann geht's los. Dauert noch ein bisschen. Und glückliche Bevölkerung. Sehr gut. Und wir gehen hier auch mit der Bilanz. Die Erdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Lagern Sie 4 Tonnen Schnaps. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. Jetzt kommt ja eine Eskorte. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Schnaps. Aber bisher null. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Immer bei 10, ne? Das machen wir doch. Ziehen Sie, um das Handelslimit festzulegen. Genau, wechseln Sie zwischen ausgewogen kaufen, verkaufen, indem Sie die Schaltfläche Handelsoption in der linken oberen Ecke anklicken. Genau, und wenn das hier über den Pfeil geht, ab da wird er verkauft. Wieso den Eindruck? Wenn ich jetzt verkaufe. Aber wenn ich aber nichts mache, dann kriege ich das jetzt wieder weg hier. Gar nicht wahr. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Ein Rotzlöffel? Pass auf, kriegst du zurück. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauern alles sind, was du hast. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Einmal? Ich schaff ständig was. Ah, guck mal, das kann man ja. So. Bug gefunden. Muss man mal kurz hier aufpassen. Damit das schön ausschaut. Und das Dekorationsmenü. Und dann machen wir hier mal. Mal sehen, ob das aufgeht. Ja, so ziemlich. Und dazwischen... Krass. Schaut doch auch nicht schlecht aus. Haben wir so viel auf Lager? Natürlich hier haben wir das. Zack.
Gehen wir das. Sag mir, dass du einmal... Ja, genau. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, vier Säcke und zwar Wolle. Jetzt können wir es machen. Wunderhübsch. Sehr gut. Kriegen wir auch gleich wieder ein bisschen Holz. Wir haben aber noch ordentlich auf Lager, wie ich finde. So, ich habe keine Aufgaben. Das gefällt mir. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht allein. Bright Sands? Das war die Stadt, die wir am Anfang gesehen haben. In der Zwischensequenz gehe ich mal rüber. Und das ging ja ziemlich schnell. Ich glaube, da kommt nochmal eine Zwischensequenz. Suchen Sie Ihren Cousin in der Umgebung von etwas großer Ausstellung. Das wird wahrscheinlich die sein, wo er einen Aufstand ausführt. Nicht in Kisten. Seid ihr auf einen Aufstand hier? Schaut alles friedlich aus. Immer langsam. Ja, auch kein Aufstand. Da hinten? Ist das ein Aufstand? Ne, hier sind nur Kutschen. Und eine Kutsche. Wo ist denn ein Aufstand? Ja. Da ist ein Aufstand. So. Ist so schnell. Schaut aber auch ziemlich cool gemacht aus hier, muss ich sagen. Aber wir gehen jetzt mal zu dem Aufstand hier. Und zwar... Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Aber wir müssen jetzt Mobs suchen. Die Stadt hat schon was. Ach so, die sind jetzt überall. Ich dachte, die sind... Spielstand gespeichert. Da ist auch noch einer. Jetzt nur noch einen. Dort. Hey, hier sind ganz viele. Ganz Stadtbahn aufstellen. Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Schaut schon cool aus hier, muss ich sagen. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Kralle. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Wunderhübsch. Hier ist an der Klippe gelegen. Eine große Straße. Schaut schon nicht schlecht aus. So, wir gucken mal am Hafen hier. Wo war das? Da. Hat er gesagt, da ist ein Schiff für uns. Wählen Sie den Redakteur und seine Mannschaft am Hafen aus. Direkt auswählen. Wählen Sie das Schiff. Wahrscheinlich das. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei den Gedanken, also, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Drücken wir auf Start. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake,
Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders. Die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Feuer wütet in einer Ihrer Fabriken. So, Feuer wütet in einer unserer Fabriken. Was ich tue mich übrigens mutig. Sind mir leider die Hände gebunden. Oh, doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen. Da kommt schon die Feuer. Aufstrebendes neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Mal mobilisieren. Mal gucken, wie lange das dauert. 2 Minuten, okay. Ich finde aber die Musik so cool, wenn die episch wird. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Alles wird zum Raub der Flammen. Bekämpfe diese Feuersbrunst. Haben wir jetzt auch ein Schiff? Schaut gar nicht mal so übel aus. Und wieder stehe ich in deiner Schuld. Das hat gewollt gezündet. So, ausbauen, Arbeiterhaus. Also wir können jetzt das Arbeiterhaus errichten. Und zwar haben wir hier das. Das bedeutet uns viel. Upgrade. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Industrialisierung. Ja, aber erstmal aufpassen, ja? Nicht, dass ich zu viel. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. So, das mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Wir haben erstmal nochmal ein bisschen Holz. Spielstand gespeichert. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt auch hier. Nee, hier können wir noch nicht. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Aber ich werde dennoch erstmal. Wir können jetzt hier auf jeden Fall Arbeitersachen bauen. Das ist cool. Aber noch ein paar Bauernhäuser hier errichten. Weil die brauchen wir ja dennoch. Brauchen wir dennoch. Und es ist wichtig, dass wir da genug von haben. Wenn wir jetzt ein paar Bauernhäuser, können wir jetzt noch ein paar hochleveln. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Hier oben können wir jetzt auch das Gebiet ausfüllen. Super. Und wir können noch ein bisschen mehr Kleidung herstellen, auf jeden Fall, würde ich erstmal sagen. Aber wie machen wir das dann? Warte mal, lass mich hier kurz planen. Planen. Wir gehen das mal kurz zu den Arbeitern hin. Pflasterstraße, Ziegelsteine. Da brauchen wir jetzt eine Lehmgrube. Und die haben wir wo?
Die haben wir wo? Wahrscheinlich etwas weiter weg hier oben. Da hätten wir eine. Da. Oh, ganz schön weit weg. Und hier. Deswegen sollten wir wahrscheinlich auch immer die da hinstellen. Dass wir wegräumen, dass wir da oben hin eine Straße hinbauen können. Das liegt doch gar nicht mal so schlimm. So, tun wir hier noch eine Straße hinbauen. Und gehen dann hier so über die Brücke. Hier so vorbei. Ja, machen wir mal so und hier so nach oben. Hier ist ein Achtungszeichen. Das Lager ist zu voll, wir müssen Fisch verkaufen. Fisch können wir verkaufen. Verkaufen. Und zwar machen wir 50. Da haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr Platz in den Lager. So, jetzt haben wir hier oben Ziegelsteine aufnehmen. Das finde ich sehr, sehr schön. Können wir oben ein Handelskammer? Ne, ja, kein Bauernhaus. Wir bauen hier ein Lager. Und hier bauen wir es am besten, schlechtesten hin. Ja, ich würde sagen, wenn wir es hier bauen, liegt es eigentlich schon ziemlich zentral. Einmal hier rum eine Straße bauen und dann Ziegelsteine brauchen eine Ziegelei. Lass mich mal kurz gucken. 30 Sekunden, eine Minute. Das heißt, wir brauchen zwei von den Ziegelei-Gebäuden und die benötigen 25 Arbeiter und die haben die Stillstand gespeichert. Sehr gut. Deswegen bauen wir mal zwei Stück davon. Ziehen hier mal den Kohl, der eigentlich nicht unbedingt sein sollte, aber ich mache es einfach mal und setze hier oben eine Deko auf. Das passt vielleicht nicht, aber eine Feuer. Ist vielleicht doch ganz praktisch. Dann können wir hier Würstchen herstellen. Würstchen brauchen eine Schweinefarm. Passt das dahin? Ne, das passt ja nicht hin, aber hier würde es hinpassen. Da sind Schlaglöcher, passt also auf. 5 Felder. So. So. Und so. Wir brauchen auf jeden Fall ein weiteres Lagerhaus. Ach, das passt nicht hier rein. Ja, das muss hier hinpacken. Heute war ich sogar schon vor den Vögeln. Dass hier nicht so viele Leute anstehen, auf jeden Fall. So, was braucht er noch? Eine Minute. Okay, das ist 1:1. Bauen wir mal gleich hier so daneben. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Was ist das? Die Verhandelskammer. Handelskammer. Ja, wir sollen mal nicht so schnell machen hier.
Spaß, mal wieder ein paar Wohnhäuser hin. Ich sehe auch gerade, dass das Holz schwindet. Und das hier zum Bleistift. Etwas Deko hin könnte. Ich hatte einen guten Lauf. Mal ein paar Apfelbäume. Stinkender fauliger Dreck. So. Und wir brauchen mehr Arbeiter. Nee, die noch nicht. Auch noch nicht. Den können wir noch abkürzen. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Ja, das finde ich gut. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hafenstadt. Cool. Das können wir auch abreißen. Deine wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Naja, und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Hallo Chef, dieser Bohrer von einem verstorbenen Onkel liegt noch bei mir zu Hause rum. Ich dachte, vielleicht können Sie ihn ja gebrauchen. Nur zu, nehmen Sie ihn. Ich würde Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste, Sie verstehen mich. Blumen für die Dame. Lagern Sie 4 Tonnen Segel. Können jetzt ein bisschen mehr bauen. Handelskammer. Ich würde erstmal eine Handelskammer bauen. Was macht die gleich nochmal? Nutzt Items, um die umliegende Produktion zu verbessern. Wenn ich hier zum Beispiel hinpflanze. Stillstand gespeichert. Macht hier unten dann wahrscheinlich mehr Sinn. Also vielleicht nicht. Aber hier drüben. So macht das auch wenig Sinn. Würde ich den jetzt mal umsetzen wollen hier. Den setze ich mal um. Und zwar. Ist aber noch ein Pausenmodus, alles klar. Kirche, Brot können wir herstellen. So, ich gehe mal hier wieder zurück. Brot können wir herstellen. Und Segel. Und der wartet hier auch schon wieder. Und nebenbei können wir hier mal ein bisschen eskortieren. Wir haben ja hier ein Flaggschiff. Können wir das umbenennen? Das können wir umbenennen. Die Esmen. So, und die fährt jetzt einfach mal. Fahr mal dahin. Kunde mal ein wenig die Welt. Halt,
So. wir haben hier noch Geschenk. Ja, gut. Ein Geschenk. Heute Morgen hast persönlich frisch gepflückt. Haben Sie noch nie Hilfe gebraucht, Boss? Ach da. Hey, Sie haben Wort gehalten. Cool, das können wir dann hier einfügen, wenn das fertig ist. Ich habe Optimierungsmöglichkeiten aufgetan, die du angehen solltest. Zack, Alter. Und das macht Produktiv plus 25%, Unterhaltskosten plus 25%. Du gibst mir das Vertrauen zurück. Ist gut. Und hier, die Schuld ist offiziell. Warten Sie, bis Onkel Edward Sie wegen den Schulden kontaktiert, um Ihr Schiffspatent zu erhalten. Also, nee, rausgehen wir schnell. Also, da kann was ich wahrscheinlich ihre nichts machen. Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Auch die Segel, ja. Was soll erwärmen, müssen wir dann doch mehr Schafe produzieren. Wie Iris am Horizont zu erspähen. Deswegen baue ich hier mal eine Straße in diese Richtung. Werde hier nochmal sowas hier hinstellen. Ja, ja, ich weiß, dass. Also, das hat jetzt noch keinen. Keinen Nutzen mehr. Ach nee, Moment, das macht jetzt wenig Sinn. So. Ja, nochmal anklicken. So. Ah, da stelle ich es doch mal mit dir. So, zack. Du? Nein? Nein? Hallo? Spiel? Ein Hof? Ich möchte das anschieben. Danke. Vielen Dank. Das kann ich trotzdem hier drüben hinstellen. Das finde ich gut. Spielstand gespeichert. So. Machen wir das so und die Wurstfabrik, die stellen wir dann dahin. Und dann tun wir hier das Getreide anpflanzen. Das ist nämlich doch ein bisschen mehr. Genau. Getreidefeld. Erstmal muss ich hier machen. So, zack. Dann kann ich auch dort ausfüllen. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Wird immer noch gebraucht. Dann kann ich jetzt hier 1, 2, 3 machen. Hui! Gerade so gereicht. Hier ein großes Weizenfeld. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Optionen sind. Eine Minute auf 30 Sekunden, das heißt zwei Weizenfarmen auf eine Mühle. Auf zwei Bäckereien. Ne. Zwei Mühlen ergibt. Ne, das macht keinen Sinn. Zwei Bäckereien, eine Mühle. So, macht schon Sinn.
Also zwei Weizenfelder auf eine Mühle. Genau. Schon richtig kalkuliert von mir. Alles gut. So, die Mühle. Wie groß ist das? Auch nur so groß. Oder? Guckt immer nur in dieselbe Richtung. Ich stell's mal hier hin. Erstmal da hin und die Bäckerei kommt hier oben hin. Oder hier unten? Ne, hier unten blockiert's da. So, ich stelle es mal da hin. Übergang der Wege. Hier muss jetzt noch ein zweites Weizenfeld hin. So, zwei Bäcker haben wir mal gesagt, ne? Ja, komm, was soll's. Nehmen wir die mal da. Jetzt haben wir ja ein Blueprint. Auch nicht schlecht. Hier werden wir jetzt auf jeden Fall das erstmal so machen müssen. Und gucken, haben wir dann hier das angesagte Feld, genau. Müssen wir das erstmal so machen. Und so. Drei oder vier Scheffel? Ich weiß es wirklich nicht. Und jetzt können wir hier das Gebiet so nehmen. Auf 95 gehe ich mal hier so hoch. Mal die ganze Bergregion. 121. Was hier dürfen wir nicht, warum? Das können wir auch mal aufräumen. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Ja, kommt doch noch. Alles gut. Müssen wir hier auf der Seite noch ein bisschen was machen. 128. 30, 43, ein Feld bloß noch. Stand gespeichert. Und das packt man hier irgendwo zwischen. Da. So, ein Lagerhaus wollen sie haben. Packen wir mal eins dahin. Fügen wir mal die Straße bei. So, die wollen Arbeiter haben. Süß wie hoch. Tja. Tun wir hier mal ein wenig Arbeiter. Genau, geht schneller mit der Schnellfunktionstaste. So, jetzt brauchen wir wieder Bauern. Die haben wir hier. So, sechs Bauern. Bauen gleich mal hier ein paar neue Bauern noch dazu. Können wir wieder einrichten. Und hier auch gleich wieder einrichten. Und das nächste, was wir tun werden, ist auf der Seite hier hinten. So. Die Ruinen aufbauen. Niederreißen, meine ich. Und hier noch ein bisschen Holz gewinnen. Was halt auch denn davon? Da, da. Und da. So. Hier ein Lager hin. Also.
bauen? Nee. Ich habe die Aufzeichnungen überprüft. Nicht alle unserer Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das Boah, das war nicht abgezählt. Klappte heute wieder perfekt Selten hier. Selten werden Versprechen noch erfüllt. Danke. So, weil das 1:1 ist. Tun wir hier mal Bretter produzieren und die wollten jetzt noch Wolle haben. Und die wollte ich jetzt hier mit hinpflanzen. Einmal, zweimal, dreimal. So viele Transporte. Okay, das löst sich auch mit der Zeit. Kleidung. 60 ist ein Grundbedürfnis. Achso, zu wenig Arbeiter, das stimmt allerdings. Tun wir erstmal bauen, Häuser bauen hier. Gibt's einen neuen Stern? Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Diese Dummköpfe nicht zur Gewerkschaftssitzung kommen und saufen. Kaum, dass ich mal wegsehe. Meine Genossen müssen meinen Vorschlag hören. Leihen Sie mir Ihre Autorität, um sie zu versammeln. Bitte. Haben Sie einen Moment? Das ganze Wochenende nur am Trinken. Gewerkschaftsvorlagen finden und holen Sie die Kameraden der Arbeiter. Nur ein wenig Beachtung, mehr braucht's nicht. Spielstein. Spielstand gespeichert. Spielstein. Kann er jetzt nur so eine zweite Dings bauen? Könnte ich das reinsetzen. Beispielsweise. So. Das könnte ich auch erleben lassen. Also den hier. Falls ich noch nicht wisst, was ich hier vorhabe. Die Segel müssen produziert werden. Das haben wir hier vor. Und wir können jetzt schon wieder so viel machen. Aber hier sind erstmal die Segel. Und das hat 30 und das hat auch 30, das heißt 1:1. Die Segelei. Auch den Blueprint-Modus hier machen.